Mein Name ist Hermann Josef Nienhoff. Ich war über 18 Jahre Geschäftsführer von QS. Gemeinsam mit der Branche ist es uns gelungen, ein heute nicht mehr wegzudenkendes Prüfsystem für die Lebensmittelproduktion und Vermarktung zu schaffen. Wir haben Standards für sichere, frische Lebensmittel gesetzt und kontrollieren regelmäßig die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen. Gegründet wurde QS im Oktober 2001 als eine von allen Beteiligten getragene Initiative der Wirtschaft für Transparenz, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Zum 20-jährigen Jubiläum wird aufgrund der Corona-Situation die große Feier leider ausfallen. Daher haben wir uns gedacht, wir besuchen mit Ihnen zusammen langjährige Systempartner und Weggefährten von QS und sprechen über das, was wir in den 20 Jahren erreicht haben, wie QS jetzt dasteht und was die Zukunft bringt. Folgen Sie mir auf einer Reise entlang der Kette von QS. Die Gründung des QS-Systems war eine unmittelbare Antwort auf die BSE-Ereignisse im Jahre 2001. Im Umland von Pforzheim treffe ich Martin Müller, nicht nur Geschäftsführer eines QS-geprüften Unternehmens in der Fleischwirtschaft, sondern auch Mitglied im QS-Fachbeirat Rind und Schwein. Ich war von Anfang an involviert, so ein Qualitätssicherungssystem zu etablieren über die gesamte Kette. Das ist schon eine Sache, die einzigartig ist, dass man nicht zuerst in diesen Einzelgruppen, also Landwirtschaft, Verarbeitung, Schlachtung oder Handel, die Dinge entwickelt, sondern dass die letztendlich gemeinsam in der QS entwickelt werden. Das zeichnet ja QS aus, dass die ganze Kette am Tisch sitzt. Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass wir einen Standard haben und nicht die verschiedensten Anforderungen und unterschiedliche Niveaus, sondern ein Standard, der gilt für alle gleich. Das Wir ist ein Schlüssel zum Erfolg. Das Sicherheitsgefühl, also das Vertrauen des Verbrauchers in die Produkte, steigt, wenn sich die Unternehmen in der Kette gegenseitig vertrauen können. Betriebe wie die Müllerfleisch GmbH haben in den letzten 20 Jahren im Einklang mit QS enorme Anpassungen der Hygiene-, Qualitäts- und Dokumentationsstandards umgesetzt. Als QS-Systempartner werden sie regelmäßig von unabhängigen und erfahrenen Auditoren geprüft, so wie jeder andere der insgesamt knapp 180.000 Systempartner auch. Das ist schon auch eine wichtige Sache gewesen, dass man dann europaweit auch gedacht hat. Wir wissen, dass Futtermittel kontrolliert werden. Wir wissen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe kontrolliert werden. Es gibt Sanktionen, wenn mal was nicht funktioniert hat. Und so ist ein Stück weit Verlässlichkeit, Vertrauen in die Kette entstanden. Und der Handel kann es dem Verbraucher zeigen, auch mit dem QS-Prüfzeichen. Ja. Darauf kannst du dich verlassen. Ja. Ja. Eine weitere Branche, in der wir mit QS ganz viel erreicht haben, ist die Geflügelproduktion. Im Oldenburger Land treffe ich einen der bedeutendsten Geflügelvermarkter Europas. Mein Gesprächspartner Paul-Heinz Wessjohann ist QS-Überzeugungstäter der ersten Stunde. Wir besichtigen sein Futtermittelwerk und ich bin beeindruckt, dass er mir zu fast allen Vorgängen Daten und Informationen nennen kann. Zum Beispiel über die heute bis ins kleinste Detail dokumentierte Produktkontrolle, sprich das Futtermittelmonitoring in seinem Werk. Es ist ja bei Geflügel so, dass wir dort eine Integration haben. Und dazu gehört die Elterntierhaltung, dazu gehören die Brütereien, dazu gehören die Schlachtreihen, die Futterwerke. Kann man sehen, dass wir dort eine genaue Kontrolle haben über den ganzen Weg von dem Brutei bis zu den Konsumenten. Und diese Kontrolle hat auch aufgezeigt, wenn man gewisse Mangeldinge hatte in der Vergangenheit, sind ausgemerzt worden. Der Wessjohann hat durch die Etablierung von QS-Standards in seinem Unternehmen ein Niveau an Lebensmittelsicherheit erreicht, an das man vor 20 Jahren noch nicht gedacht hat. Heute sind zum Beispiel sämtliche seiner 2,5 Millionen Elterntiere garantiert salmonellenfrei. Und wir sprechen dabei von 2000 Salmonellenarten. Das Engagement in Sachen Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung beeindruckt. Wir hatten die größten Probleme, dieses QS zu verkaufen bei den Landwirten. Das war für die Landwirte etwas Neues, sich da in eine Zertifizierung hineinzugeben. Das war eine wirkliche Herkulesarbeit. Wir haben heute eine so hohe Qualität. Ich glaube, das ist die höchste Qualität, die wir in der Welt haben. Der Standard ist sehr hoch dadurch geworden und ich glaube, das hat sich gelohnt. Hohe Standards und Verlässlichkeit sind auch ein wichtiges Thema bei der pflanzlichen Erzeugung, gerade wenn es um frische Produkte geht. Meine Reise führt mich weiter ins alte Land bei Hamburg. Direkt am Elbdeich bewirtschaftet Jens Stechmann seinen Betrieb in 13. Generation. Als Vorsitzender des Bundesausschusses Obst und Gemüse betont er, wie wichtig den Erzeugern die aktive Teilnahme am QS-System ist. Fast alle Obstbaubetriebe im alten Land haben sich QS zertifizieren lassen. Wir werden jedes Jahr kontrolliert und wir haben uns den
Regeln von QS anzupassen. Die ihr selbst mitentwickelt habt. Und das ist die Stärke von QS. Das ist ja ein dynamischer Prozess. Das, was wir alltäglich machen, hat ein anderes Bewusstsein bekommen. Und das ist eigentlich eine Sache, die für uns eine vertrauensbildende Maßnahme auch ist. Auch zum Selbstschutz. Mit Jens Stechmann besuche ich die Verpackungsanlagen der Erzeugergemeinschaft Elbe Obst, die viele QS-Betriebe im alten Land bündeln. Es ist nicht nur der Qualitätsanspruch, ergänzt durch ein zuverlässiges QS-Rückstandsmonitoring, der die Erzeuger hier eint, sondern auch die klare Markt- und Verbraucherorientierung mit dem QS-Prüfzeichen. Aber QS als Label bedeutet für Jens Stechmann mehr, nämlich das Bekenntnis der Erzeuger als verantwortlich Handelnde. Wenn jetzt die EU kommt mit dem Green Deal und müsst ihr da zusätzliche Maßnahmen ergreifen oder? Im Gegenteil, wir haben eigentlich gar keine Angst. Wir wollen das demonstrieren, dass wir das schon leisten, was da gefordert wird. Ich habe dir gesagt, ich bin die 13. Generation auf meinem Betrieb. Und ich möchte gerne, dass mein Sohn und auch meine Enkel hier weiter arbeiten können. Biodiversität ist eigentlich für uns schon seit Jahren ein Riesenthema. Und das gilt es eigentlich nach außen zu transportieren und auch zu zeigen. Unser Prüfsystem ist unabhängig und unternehmensübergreifend. Getragen von der Wirtschaft hat QS der Branche Erfolge eingebracht. Das bestätigt mir auch Heinrich Dirkes. Ihn treffe ich im Zentrum der deutschen Veredelungsproduktion in Niedersachsen. Im QS-System fühlt sich Heinrich Dirkes mit seinem Familienbetrieb gut aufgehoben. Die Qualitätssicherung mit QS hat aber auch erhebliche Anstrengungen gefordert. Das war überhaupt nicht umstritten innerhalb der Schweinehaltung, dass wir ein vernünftiges System brauchen. Und wir waren fest davon überzeugt, wir brauchen ein System, ein zentrales System, damit freier Handel nach wie vor funktioniert. Die Schweinehaltung immer auch Freiheit im Verkauf und im Einkauf, das ist wichtig. Ja. Und das konnte man so realisieren. Wir haben rückblickend eine Erfolgsgeschichte für die Schweinehaltung gehabt. Seitdem ist von diesem Hof auch nie wieder ein Schwein weggekommen, was nicht ganz genau gekennzeichnet war und jeder wusste, wo es herkam. Und keine Tonne Futter ist hierher gekommen, wo ich nicht wusste, wo sie herkam. Also von daher war das System schon passend. QS ist ein gut organisiertes Prüfsystem der Wirtschaft. Die Verpflichtung der Betriebe in QS zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen und zur neutralen Kontrolle kann aber auch der amtlichen Überwachung helfen. Ich besuche Dr. Albert Grönefeld, ehemaliger Kreisveterinärdirektor in Borken. Schon vor 12 Jahren brachte er, gemeinsam mit QS im Kreis Borken, ein Pilotprojekt an den Start. Hier fanden die Daten zur Tierhaltung, Tiergesundheit und Biosicherheit aus den QS-Audits von amtlicher Seite Anerkennung. Heute sind es über 50 Kreisveterinärämter, die Ergebnisse aus QS zur Risikoeinstufung nutzen. Wir kontrollieren 10%. Das heißt einmal in 10 Jahren. Ja. Da muss man ja sich schon Gedanken machen, gehen wir jetzt dahin, wo QS gerade aus der Haustür kommt oder welche Priorisierung machen wir da? Manche aus der Verwaltung sehen sie ja als Konkurrenz, andere sagen, na, das ist sowieso alles Marketing, was sie da machen. Aber ich habe immer sofort über diese Synergieeffekte nachgedacht. Da haben wir eben gesagt, da könnte uns QS helfen. Und Sie haben die Landwirte angeschrieben und gesagt, seid ihr bereit, eure Daten zur Verfügung zu stellen? Haben eigentlich alle Landwirte oder fast alle Landwirte dem zugestimmt? Das war ja ein erstes Projekt praktisch und wir haben natürlich viel Werbung dafür betrieben. Und wir kamen auf eine Zustimmungsrate von 90%. Und wir haben das System ja dann in den Folgejahren noch weiter verbessert, dass wir gesagt haben, so, wir gucken uns jetzt einfach die Tabelle an. Und wer auf der Tabelle unten ist, je nachdem, wie viele Kapazitäten man hat, 5%, 10%, die guckt man sich etwas genauer an. Auch am Ende der Kette können sich die Fleischverarbeitung und der Lebensmitteleinzelhandel auf die QS-Qualitätssicherung aller vorherigen Partner verlassen. Sarah Dehm, Präsidentin des Bundesverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie, führt mich durch ihren Familienbetrieb. An die Anfänge von QS kann sie sich gut erinnern. Heute ist das QS-Prüfsystem für sie eine Selbstverständlichkeit und nicht mehr wegzudenken. Es kommt ja keiner auf die Idee, ach, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist ja wie eine DIN-Norm. Bei allem anderen, wenn ich Stahl, wenn ich irgendwas kaufe, habe ich alles irgendwie genormt. Das ist ja bei Lebensmitteln generell einfach schwierig. Aber QS hat das hinbekommen. Was müssen wir eigentlich noch anpacken? Wo sind die Aufgaben für die nächsten Jahre? Wir dürfen nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln. Die Anforderungen werden ja immer mehr. Und wir haben ein bestehendes System, auf dem wir jetzt bauen können. Wir müssen das nicht alles nochmal das Rad neu erfinden, sondern wir können jede Anforderung damit reinbringen. Weil dann haben wir sie gleich auch wieder auf jeder Stufe abgesichert. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit echt ein Brett, dass wir da was haben, was seit 20 Jahren etabliert ist und auf dem wir auch bauen können.
20 Jahre QS-Prüfsystem für sichere Lebensmittel haben mir eine tolle Reise beschert. Mir wurden nicht nur die Relevanz, Richtigkeit und Effizienz unseres QS-Systems bestätigt. Ich habe auch viele energiegeladene und überzeugte Menschen treffen können, denen eine solide Qualitätssicherung, sichere Lebensmittel und das QS-System in seiner Gesamtheit am Herzen liegen. Und am Ende habe ich jeden gefragt, 20 Jahre QS, was haben wir erreicht? 20 Jahre QS bedeutet für mich 20 Jahre Erfolg. Wir haben Betriebe mitgenommen, wir haben dem Verbraucher gezeigt, was wir machen. Wir haben es geschafft, dass wir in einer wirklich immer emotional geprägten Branche fachlich über die kompletten Stufen zusammenarbeiten. Die Landwirte haben akzeptiert, dass Kontrollen in diesem Bereich stattfinden müssen und dass sich diese Kontrollen nicht gegen sie richten, sondern als Imagegewinn vorhanden sind. Ich glaube, man kann sagen, es gibt kein besser kontrolliertes Lebensmittel, was über die QS geprüft ist, ist sicher. Es war eine aufregende Zeit, war auch für manche eine Herausforderung. Aber wir haben erreicht, dass wir zurzeit die sichersten Lebensmittel der Welt mit den Konsumenten in Deutschland anbieten können. 20 Jahre QS haben für uns erreicht, dass wir innerhalb der Branche Vertrauen haben. Es hätte auch ein anderes geben können, wo keiner miteinander geredet hätte. Dann wären wir heute nicht da, wo wir heute sind.